Die CSU plant, das Bayerische Polizeiaufgabengesetz, das PAG, zu reformieren und die Bayerische Polizei mit zahlreichen neuen Eingriffsbefugnissen auszustatten. Insbesondere aber soll der Zeitpunkt für das Eingreifen der Polizei vorverlagert werden auf den Zeitpunkt des Drohens einer Gefahr. Und es ist völlig klar, je früher die Polizei eingreifen darf, desto mehr muss sie eine Prognose erstellen und umso fehlerhafter kann auch eine Maßnahme der Polizei sein. Es gibt daher erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken und deshalb werden die FDP-Kreisverbände Kempten und Oberallgäu zusammen mit anderen Veranstaltern und Parteien am Samstag, dem 28. April um 14.30 Uhr in Kempten auf dem Hillegardplatz eine Veranstaltung, eine Kundgebung durchführen. Wir würden uns freuen, wenn dazu viele Teilnehmer erscheinen.